Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Da sind wir wieder. Beim letzten Mal hatte ich ja versucht, The Kid von I Wanna Be The Guy freizuschalten. Das hat leider Gottes nicht so gut geklappt. Tja, hat nicht sein sollen. Ich krieg das nicht hin. Mir ist das zu heavy. Ja, und der Schlüssel war mir auch zu heavy, deswegen habe ich den fallen lassen. Naja, so, versuchen wir es gleich nochmal. Wie gesagt, ich habe das leider nicht hinbekommen. Ihr könnt mir gerne eure Videoantworten dazu schicken. Auch jetzt kriege ich den Schlüssel nicht. Das ist ja deprimierend. Ihr könnt mir gerne eure Videoantworten dazu schicken, wie ihr The Kid freispielt. Oder von jemand, der das besser kann als ich. Da gibt es bestimmt jemanden, der das hinbekommen hat. Ich würde das Video gerne auch sehen, damit ich mal sehen kann, wie das denn funktioniert, wenn man The Kid freischalten will. Also, wie gesagt, ich schaffe das nicht. Ich kann mich da auf den Kopf stellen. Ich habe das jetzt fast eine Stunde lang probiert, The Kid freizuschalten. Hat nicht geklappt. Tja, super. Das Level klappt jetzt gerade auch nicht. Das läuft ja wieder wie geschmiert. Super. Nee, also ich würde gerne dazu eine Videoantwort von euch sehen und würde mich auch echt darüber freuen. Dann kann ich mir das mal angucken und vielleicht sehe ich ja, wo mein Fehler liegt oder was man hätte besser machen können. Seht ihr, ich bin immer noch total auf The Kid geeicht. Ich wollte gerade mit Meat Boy einen Doppelsprung machen und das klappt natürlich nicht. Das kann der kleine Meat Boy nicht, das kann nur The Kid. Also eben den Doppelsprung, den The Kid kann, kann nur er. Tja, das läuft ja hier wieder super mit den Kreissägen. Superb. Leider nicht ganz so superb, wie ich mir das denn doch vorstelle. So, jetzt sollte das aber doch klappen. Ich glaube, wir sind so gut wie am Ziel. Wir müssen nur noch durch diese Kreissägen durch und das haben wir dann auch geschafft. Super. Ah, hier kommt schon der nächste Gegnertyp. Das sind so eine mutierten Meat Boys, die ein bisschen zu viel Mutationszeug abbekommen haben und irgendwie ein bisschen freiticken. So, komm her. Nein! Oh, ich dachte, ich komme an den vorbei. Schade. Komm her, dann kommst du diesmal hier hin. Dann lässt du mich wenigstens in Ruhe. Du kommst hier hin. So. Und dann holen wir uns den Schlüssel. Locken den hierher. Locken den zweiten auch zu uns. Na, das hat nicht, das hat einfach nicht geklappt. So, wie gesagt, das ist der nächste Gegnertyp. Der verfolgt uns einfach. Aber eigentlich sollte das nicht das Problem sein. Ich merke aber schon, oder beziehungsweise ich habe es ja auch schon erwähnt, das Spiel wird jetzt immer schwieriger. Der Schwierigkeitsgrad ist massiv angezogen worden. Vorher ging das ja alles noch so einigermaßen, beziehungsweise war das ja noch locker, flockig schaffbar. Wir parken die jetzt erstmal da, damit hier ein bisschen weniger Viehers auf mich warten. So, die springen natürlich auch. Das ist ihre angenehme Angewohnheit. Aber mit ein bisschen Übung kriegen wir das doch alles hin. So, wie war das jetzt hier? Wie war das jetzt hier? Ach so, ja. Ich weiß. Hä? Sprangen die da nicht rein? War das nicht mal so, dass man die da reinspringen lassen konnte? Genau. Meine ich doch. Ja, man muss aber aufpassen, dass man nicht selber reinspringt. Das... Oh, jetzt ist er nicht gesprungen. So ein Fiesling aber auch. Da springt er nicht in die... Da springt er ja nicht in die Kreissäge, sondern ich. So ein fieser Bengel. Na komm, du sollst da in die Kreissäge springen, mein Freund der Sonne. Ach, die spielen einfach nicht so mit, wie ich das jetzt gerne hätte. Schade, schade, schade. Na, dann probieren wir es doch mal. Dann warten wir mal hier auf der Seite. So, hier klappt das nämlich möglicherweise besser. Da klappt das so, wie ich das gerne hätte. Nämlich, dass er in die Kreissäge läuft und stirbt. So, genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Beim anderen eigentlich auch. So, komm, stirbt. Zwei tot, drei tot. Gut. Da wäre der dann auch weg. Ach, fast.
fast. Na komm. Nein! Och, Halleluja. Das klappt hier aber auch wieder. Nämlich gar nicht. So ein Mist aber auch. Ey. Na komm. Komm, komm. Kommt jetzt da keiner mehr runter? So, denn hier. Na kommt rein. Lauft schön in die Kreissäge. Seid so gut. Du auch noch. Gut. Dann sind die Viecher endlich mal weg. Oh, ich hab das doch schon mal geschafft, hat er da. Nein, um Gottes Willen, Meat Boy. Wir müssen das jetzt hier mal schaffen. Komm, Meat Boy. Du willst es doch auch. Du willst es doch auch schaffen. Nein, 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 nein. Komm rein. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ab zum Metzger. Ab zum Metzger, folgt mir zum Metzger. Zack, und du auch noch. Zack, gut. Jetzt aber, jetzt wollen wir es auch mal hinkriegen. So geht das doch. Wunderbar. Es funktioniert doch alles. Ach, da läuft er mir gleich hinter. Wie war das? Stehen bleiben, durchlaufen. Nein! Oh. Stehen bleiben, durchlaufen, rüberspringen, durchlaufen, rüberspringen, durchschwingen. Oh, ihr Fieslinge. Stehen bleiben, durchlaufen, rüberspringen. Oh, zu lahmarschig. Stehen bleiben, durch. Stehen bleiben, durchlaufen, rüberspringen, durchlaufen, rüberspringen. Und dann bloß noch zu der Bandage gehört. Ganz unruhig. Jetzt. So, wunderbar. Gott, wird das schon schwierig hier zum Teil. Oh, jetzt kommt auch der Abschnitt mit dem Maden, mit dem Madigen. Nein, Meat Boy. Ja, die Maden werden uns jetzt noch öfters begleiten. Die werden wir noch öfters sehen und treffen. Och, ich schaffe es jetzt nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Diese Runde hier, The Kid freischalten, hat mir meine ganze Energie genommen. Das war dann doch ein bisschen zu schwer für mich, wie ich ja schon gesagt habe. Das war ein bisschen doll heftig. Ach, schade. Da haben mich diese Klötze weggeschleudert. So, super. So, dann darauf. Denn da kommt man da jetzt nicht durch. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Aber diese kleinen Fleischviecher wirken ja fast so wie Zombies. Da, das ist ein... Oh, Mist. Das ist ein gutes Themenprinzip. Reden wir doch mal über Zombies. Meint ihr selber, es wäre möglich, dass Zombies existieren? Beziehungsweise seid ihr der Meinung, dass es jemals so weit kommen könnte, dass in irgendeiner Form einer Apokalypse, einer menschlichen Apokalypse, nicht nur Maden hier rumlaufen? Ach, schade. Sondern auch Zombies, das würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Es gibt ja doch, wie ich ja selber auch aus dem Bekanntenkreis weiß, Leute, die ja auch gerne Zombie-Filme schauen und auch der Meinung sind, Mist, und auch der Meinung sind, dass wenn die richtigen Faktoren zusammentreffen würden, dass es auch dazu kommen könnte, dass Zombies hier uns das Leben zur Hölle machen. Wie seht ihr das? Meint ihr, das sind absolute Hirngespinste? Meint ihr, oh, natürlich, da muss bloß der und der Wissenschaftler das und das Gebräu zusammenkippen und schon haben wir die Apokalypse pur vor unserer Haustür. Und wenn ihr der Meinung seid, dann schreibt mir doch, wie würdet ihr euch selber bei so solch Mist euch... Wenn ich so viel laber, dann baue ich bloß Schwachsinn in dem Spiel. Aber... Ihr seht ja, ich brauche auch nichts labern und das geht trotzdem so, dass ich da nur rumfuschen tue. Also, wenn ihr der Meinung seid, schreibt mir doch. Ey, das ist ja wohl gemein hier. So, nochmal ganz unruhig. Wenn ihr der Meinung seid, na klar, das ist auf jeden Fall möglich. Das kennt man ja aus diesem Film oder... Ja, klar. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu früh gesprungen, oder wie? Das ist auf jeden Fall möglich, oder ich bin der Meinung, das kann passieren. Wie würdet ihr euch selber schützen, oder wen würdet ihr schützen? Wo wärt ihr in solch einem Moment, wenn sowas wirklich passieren würde?
Glaubt ihr, ihr wärt noch zu Hause, ihr wärt auf Arbeit oder etc. etc. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, und wie würdet ihr denn... Ach, ganz unruhig jetzt, ganz unruhig, Meatball. Nee, zu früh. So, wir müssen jetzt erstmal kurz das Level hier abschließen. Das hat eh schon viel zu lange gedauert. So, jetzt haben wir es geschafft. Wie würdet ihr eure letzte Zeit verbringen wollen? Oder seid ihr der Meinung, wieso letzte Zeit? Ich würde mir einfach das und das besorgen und dann könnten die Viecher da schon sehen, was passiert, wenn sie mir zu doll auf den Geist gehen. So, komm mal her, mein neuer fliegender Freund. Du bist auch so einer, den man nur hassen kann. Ganz ehrlich. Der wird uns auch noch ein bisschen hier stören. So, nicht mal berühren. Sehr gut. So. Und da ist er wieder. Och nö, ich war doch schon so knapp vom Ziel, ey, ganz ehrlich. Naja, wie würdet ihr da an die Sache rangehen? Hättet ihr furchtbare Angst? Wärt ihr so die Typen, die sagen würden von wegen, oh verdammt, das war's jetzt? Oder würdet ihr die Arschbacken zusammenkneifen und zur nächsten Polizeistelle oder wo auch immer, wo es Waffen gibt? Oder wo man glaubt, dass es Waffen gibt. Das muss ja nicht unbedingt immer der Tatsache entsprechen, dass jetzt bei der Polizeistelle eures Vertrauens auch alle mit Maschinengewehren und ähnliches ausgerüstet sind. Ich weiß es nicht. Aber wie ihr da reagieren würdet, deswegen frage ich euch. Deswegen möchte ich das gerne wissen, während ich hier gerade wieder fröhlich lachend in eine Marder reinspringe. Warum auch immer Maden den Meatboy töten, das sei ja mal noch dahingestellt. Das kann ich euch leider auch nicht auf Anhieb beantworten, warum das denn so ist, dass die Maden den Meatboy im Kopf kürzer machen. Aber dieses komische Endzeitvieh kann das ja auch. Deswegen sollte uns das vielleicht gar nicht so komisch vorkommen, die ganze Angelegenheit. So, jetzt. Och, komm, Meatboy. Langsam wird's echt armselig. So, dahin. Och, der war doch schon so an so einer schönen Stelle hier. Das hätte man richtig ausnutzen können. Dann hätte man ihn schön. So, bleib da. Scheibe. Jetzt ist er leider nicht mehr an so einer schönen Stelle. Sondern an einer sehr unpassenden. Vielleicht kriege ich meinen Freund der Sonne ja noch abgehängt, aber ich glaube eher nicht. Schade. Tja, das zieht sich jetzt leider. Es tut mir auch persönlich leid, dass sich das mit den Leveln jetzt leider ab und zu so ein bisschen extrem hinzieht. Das liegt aber auch daran, dass die wirklich zum Teil furchtbar schwierig sind und sich als extrem mies herausstellen. So. Komm, Meatball. Oh, ich dachte eben echt, ich falle in die Maden rein. Ich habe eben echt gedacht, das war's wieder. So, jetzt kriegen wir hier schöne Maden-Power von hinten noch. Ja. Diesmal müssen wir einer Lawine von Maden ausweichen. In einem madenverseuchten Madenkomplex. Und das gestaltet sich als ziemlich schwer. Aber wir versuchen natürlich, dass... Och, diese Made da. Was soll die? Wer hat die da hingepackt? Wer hat da zuletzt seine Made liegen lassen? Kann mir das mal einer sagen? Oh, irgendwer möchte mal bitte seine Made, die da liegt, abholen. Sei doch mal einer so gut. Nimm mal einer diese Made da mit. Ich spring da immer wieder rein. Das darf doch nicht wahr sein. So, ist gut.
So ist gut, Meatball. Nein, es war doch so super. Es war doch alles perfekt, Meatball. Oh, zu knapp. Zu knapp. Tja. Da hätten wir das Thema Zombie-Apokalypse auch mal angesprochen. Ist ja eigentlich doch ein relativ beliebtes Thema, glaube ich doch mal jedenfalls. Und eigentlich hat da jeder so seine eigenen Vorstellungen drüber, wie das denn ist, wenn das so ist. Ich kann euch wie gesagt nicht sagen, was ich direkt in so einer Situation tun würde. Ich bin eigentlich so der situationsbedingte Mensch. Da müsste diese Situation wahrscheinlich erst in Kraft treten, bevor ich mir genau darüber Gedanken A machen würde und B schauen würde, wie das denn... Nein, da waren wir doch schon weiter als vorher. Wie das denn letzten Endes zu lösen ist, das ganze Problem. Obwohl ich ja selber auch schon ziemlich viele dieser Filme durch einen guten Kumpel gesehen habe. Und auch viele gar nicht so schlecht finde. So, da haben wir das mit den Maden auch vollbracht. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen, wie das hier war. Einmal kurz gucken. Oh, da ist auch wieder so ein Vieh. Kriegen wir das nicht irgendwie gedeichselt, dass wir denn... Genau so zum Beispiel. So. Nein. Oh, jetzt werden wir mal ausnahmsweise einen anderen Charakter nehmen. Und mal gucken, ob wir da ein bisschen... So schon mal nicht. Ich dachte jetzt, ich könnte da mit genug Schmackes rüberfliegen. Mit dem schon mal auf jeden Fall nicht. Versuchen wir es nochmal mit Jill. Vielleicht hat der da mehr Power. Ja, da können wir uns jedenfalls schon mal zu der Seite rüber schummeln. So, dann schummeln wir uns mal zu der anderen Seite rüber. So. Bidu. Und jetzt müssen wir uns nur noch zum Bandage Girl schummeln. Nein! Vorm Ziel noch erwischt. Ich glaube es doch gar nicht. Ich bin jetzt echt fest davon ausgegangen, dass wir das so schaffen, wie ich mir diese Schummelei erhofft habe. Aber dem war ja mal absolut gar nicht so. Das hat ja mal gar nicht geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. So, und schummeln wir das nochmal. Und jetzt schummeln wir uns zum Bandage Girl. Geht doch. So, Jill, wunderbar. Hast du einwandfreie Arbeit geleistet. Ich bin stolz auf dich. Wir wechseln wieder zum Meat Boy rüber. Das reicht auch erstmal für die Spezialcharaktere. Wir müssen jetzt durch dieses absolute Minenzerstörungsfeld durchlaufen, wo alles meint, uns kaputt machen zu müssen. Wir müssen leider auch die Zerstörungsmaschinerie benutzen. Ja, hier gibt es dann noch so eine tollen Kreissägen, die dann einfach auf einen zuschnellen und fast hätten wir es geschafft ins Ziel. Aber leider, leider Gottes, war da dann doch noch so ein Raketenwerfer, der meinte, nein Evans, jetzt noch nicht, du möchtest das Ganze nochmal machen, du möchtest nochmal zeigen, wie das geht, denn das reicht uns nicht, wie du das gemacht hast. Oh, dadurch. Und bei Bandage Girl angekommen. Wunderbar prächtig. So, das ist hier ein Level, das ist wirklich der Oberknaller. Also dieses Level, das ist wirklich, das würde ich am liebsten skippen. Aber wir nehmen mal Jill in der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, wir müssen jetzt einfach so lange warten, bis alles weg ist. Oh, da wurde er getroffen. Oder sie, oder er, oder... Ich habe keine Ahnung, was ist Jill eigentlich? Männlich, weiblich? Wenn ihr das besser wisst, wenn ihr vielleicht Jill, oder wie das Spiel da, wo Jill mitspielt, heißt, gespielt haben solltet und ihr wisst, Jill ist eindeutig weiblich oder eindeutig männlich. Och, das gibt's nicht. Ich war so knapp davor. Schade. Denn schreibt es ruhig in die Kommentare, damit ich das weiß. Am besten so von wegen, ja, Evans, du Pfeife.
Jill ist ja wohl eindeutig männlich. Als Beispiel jetzt mal. Oder eindeutig weiblich. Dann schreibt ihr mir das in die Kommentare, dann weiß ich das. Und dann brauche ich Jill auch nicht mehr als eins von beiden deklarieren oder irgendwas falsch sagen. Denn weiß ich das nämlich dank euch. Und dann haben wir dieses Problem schon mal nicht. So, komm her. Wir werden den Schalter. Oh. Ja, wir spielen jetzt mal ein bisschen mit Jill. Wir haben schon genug mit Meat Boy gezaubert, gemacht und getan. Und deswegen versuchen wir es jetzt mal mit dem, der, wie auch immer, Jill. Tja, leider ist Jill ein wenig langsamer als mein alles geliebter Meat Boy. Und deswegen kann das manchmal auch zu Problemen führen, wenn dann auf einmal die Geschwindigkeit nicht mehr dieselbe ist. So, jetzt muss ich mal einmal gucken, dass das hier super. Och nö, ich habe mich schon so gefreut. Ich habe mich schon richtig gefreut, dass das jetzt hier gleich klappt. Aber leider hat wieder die Geschwindigkeit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Wieso werde ich denn jetzt hier andauernd von dieser doofen Kreissäge erwischt? Kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht so wahr sein. So. Nein, da hat er mich da erwischt. Das ist ja aber auch ein Todesreaktor, ganz ernsthaft. Also, ihr versucht auch echt... Was versuchen die denn hier zu verbergen, dass hier mich alles versucht abzuschießen? Ganz ernsthaft mal. Ich meine, so wertvolle Sachen kann es doch gar nicht geben. Dass man hier Leute wirklich so bestialisch versuchen muss umzubringen. Da muss doch schon ein bisschen was Besseres hinterstehen. Außer die kleine Bandage Girl. Das halte ich denn doch für ein bisschen sehr utopisch. Dass es ausgerechnet... Nee, also da brauche ich entweder Meat Boy oder irgendeinen anderen tollen Charakter. Das Level ist ein bisschen zu fett für Jill. Das Level ist ein bisschen zu fett für alles eigentlich. Oh, super. Am besten versuche ich diese tollen Klopsköpfe hier erstmal auf die linke Seite zu locken. So ungefähr. Und wenn ich Glück habe, dann schlafen die nämlich, genau. Dann kann ich mir jetzt eigentlich hier einigermaßen Ruhe lassen. So, jetzt geht's hier wieder an die Zerstörungsmaschinerie. Oh, da haben wir ja gleich Schwein gehabt. So. Und rüber zum Bandage Girl. Mir egal, die Bandage jetzt erstmal. So, wir haben es geschafft. Wir sind beim Boss von Rapture. Larry's Lament. Dann schauen wir mal, was das so bedeutet. Wer das ist. Ja. Oh, Dr. Fetus hat wieder seine magische Fernbedienung in der Hand. Ja, da geht ein Tor runter und... Oh, was bist du denn? Hallo? Oh, bist du süß? Du kaufst ja sogar noch. Okay, es zeigt auf mich und schreibt mich an. Da habe ich ein Problem mit. Da habe ich ein massives Problem mit Viechern, die mich anschreien und auf mich zeigen. Also da kann ich gar nicht mit. Und eine sieht fröhlich aus. Oh, ist das süß. Der ist so fröhlich. Oh, und sie spiegeln sich so schön in unseren Augen. So, ich glaube mal, wir verstecken uns... Na, das hätte fast geklappt. Wir verstecken uns mal hier. Na, da sind wir leider tot. Wir verstecken uns mal hier. Da sind wir leider wieder tot. Wir verstecken uns mal in der Kreissäge. Da kann uns nämlich niemand was tun. So, der erste. So, dann hoffen wir mal, dass der zweite auch gleich so fröhlich ist und lachend in die Kreissäge springt. Ja, der zweite hat uns den Gefallen auch getan. Leider war der noch ein bisschen agronobel. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich denn dachte, dass es klappen würde. Tja, leider wieder das falsche Timing. Schade. So, der erste ist weg. Der erste ist nicht mal weg. Schade. Oh, das ist aber auch gemein hier. Also der erste, der springt eigentlich immer relativ freiwillig in die Kreissäge. Manchmal verfehlt er sie ein bisschen, denn beim zweiten Mal wird er es aber schaffen. So, und jetzt müssen wir das richtige Timing finden beim zweiten.
der springt, ne, also wenn der nämlich springt, dann fliegen da nämlich nur so eine kleinen Maden hinterher. Erinnert mich ein bisschen stark an The Binding of Isaac. Na, jetzt komm schon. Komm schon, mach mal. Sag mal so gut und mach das, was ich sage. Hier so schön springen und... Na, also meistens klappt das eigentlich. Eigentlich. Ja, da ist der zweite auch weg. So, und jetzt muss der dritte nur noch das tun, was der zweite auch getan hat. Aber der dritte ist meistens ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen, hat ein bisschen Angst. Ja, da hätte er es getan. Leider bin ich falsch gesprungen. Und da hat das nicht mehr ganz so gut geklappt. Wir werden das aber bestimmt gleich noch schaffen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, das würde auch alles klappen. So, der erste. Es ist eigentlich ein relativ leichter Endboss. Man stellt sich einfach am besten in eine Ecke und lässt sich denn hoffentlich nicht von dem Maden treffen. Hoffentlich nicht von dem Maden treffen. Denn ist die ganze Sache nämlich eigentlich schon so gut wie abgegessen. So, jetzt komm. Mach bitte das, was ich möchte. Nein, nicht so. Du möchtest bitte reinspringen. Bitte, bitte mach das. Bitte. Er macht es einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, er gummelt hier bloß rum. Er sagt sich, so ein schöner Tag, da kann man mal ein bisschen rumschreien. Doch, das gibt's doch nicht. Jetzt arscht er hier bloß rum oder was? Ja, jetzt arschen die bloß rum, ganz toll. Komme ich jetzt irgendwie weg da von der Stelle, damit ich... Naja, indem ich sterbe, komme ich weg, ganz toll. Das ist natürlich nicht das Ziel. So, den ersten hatte ich auch noch nicht erwischt. Tja. So, probieren wir es noch ein letztes Mal. Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Ah. Hat er mich volle Kanne erwischt. So, erste ist weg. So, da fliegt noch die Made. Man kann sie auch hier schön oben aufstellen. Dann ist man natürlich auch nicht geschützt, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, nee, das klappt irgendwie gerade nicht so. Die sind so ein bisschen störrisch gerade. So, der erste ist weg. Den ersten haben wir schon mal. Der zweite, der wäre fast reingelaufen, aber leider nur fast. Hier bin ich, hier oben. Kommt mich holen. Kommt mich holen. Ach, okay. Na gut, das klappt jetzt leider gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich mich für entschuldigen, dass das nicht so funktioniert. Ich werde jetzt noch ein letztes Mal das probieren. Ansonsten seht ihr das in der nächsten Folge von Let's Play Super Meat Boy. Wie man denn Larry Jr. auch besiegen kann, wenn das denn mag. So, leider sind das... Larry Jr. war doch beide Beine mit Isaac Aliens. Also wirklich... Nein. Larry. Wie man die Larrys besiegt. Das zeige ich euch dann am besten im nächsten Part. Weil jetzt wird das wohl nicht mehr gleich auf Anhieb klappen. Gehe ich mal nicht von aus, dass sie genau das machen, was sie machen müssten. Damit das klappt. Nee. Na gut. Dann sieht man sich beim nächsten Part von Let's Play The Binding of Isaac. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr denn schaut. Und sag dann schon mal reingehauen und viel Spaß, bis zum nächsten Mal.